Ja, hallo, der Toni vom Team Kellerbuch. Aus aktuellem Anlass hier jetzt nun ein neues Video. Ich habe gerade eben ein Telefonat gehabt, wo ich eine Frage zum x-ten Mal wieder gehört habe und deswegen mache ich dieses Video. Die Frage war: Wie kann ich in der Warenwirtschaft herausfinden, zu einem bestimmten Tag, wie viel Artikel ich auf Lager hatte, Flaschen etc.? Ist eine alte Funktion, gibt schon sehr lange im Programm und funktioniert folgendermaßen. Und zwar klicken wir bitte in der Artikelgruppe auf die Lagerstandskorrektur. Jetzt ist entscheidend, den Tag einzugeben, von dem ich diese Information haben möchte. In meinem Fall möchte ich den Bestand haben vom 01.01.2016. Ich gebe hier dieses Datum ein, gebe auf OK. Dann gibt es die Begründungsinformation. Das verwenden wir nur dann, wenn wir wirklich Lagerstand verändern wollen. In meinem Fall nehme ich jetzt deswegen Inventur her. Könnte man das wirklich eine Lagerstandsveränderung ist, noch eine Zusatzinformation, eine Zusatznotiz eingeben? Das mache ich nicht. Ich klicke auf OK. Und wir haben eigentlich schon die gewünschte Information. Wo genau sieht man das? Hier in dieser Mitte von diesen Spalten sehen wir zunächst immer den aktuellen Lagerstand, so wie das auch in der Überschrift zu lesen ist, und jeweils daneben dann den Lagerstand bei diesem gewünschten Stichtag. Sollte man den Stichtag zwischenzeitlich vergessen haben, ihr habt immer hier oben in der Titelleiste die Information des Stichtages. Und so wie ich das für die Stückzahlen sehe, so sehe ich das auch für die Liter. Das machen dann die nächsten beiden Spalten. Das war es ja schon wieder, ganz einfach. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, bis zum nächsten Mal.